soweit? Auf 3, 1, 2, 3. Gut. Überall alles frei. Dann wieder weiter. 1, 2, 3. Wie viel zählt ein einzelnes Menschenleben? Sind wir bereit, dafür viel zu geben, auch wenn es viel kostet? Die Medizin rettet Leben. Doch sie hat ihren Preis und stellt die Gesellschaft vor die drängende Frage: Wie lange können wir uns das noch leisten? Wir sind auf der Intensivstation im Universitätsspital in Zürich. Ein 50-jähriger Mann mit einem schweren Schädel-Hirntrauma wird eingeliefert. Wir konnten beatmen, die Sättigung ist aber weiter abgefallen bis 60 und dann bei um die 60 geblieben für maximal 5 Minuten. Wir haben uns dann entschieden zu intubieren, haben das dann gemacht, problemlos in Intubation, haben wieder an die Maschine genommen. Der 50-jährige Patient ist nicht ansprechbar. Unser Problem ist, wir haben keine Angehörigen. Die sind alle irgendwo im Ausland, haben seit 30 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm. Wir wissen gar nicht, was er für Lebenseinstellung hat, wie weit das er würde gehen. Und das macht die ganze Situation schwierig. Also heisst, ihr müsst alles geben? Ja, im Moment schon, solange wir das Gefühl haben, mal, das könnte noch gut kommen, ja, Führungszeichen. Die Intensivstation gilt innerhalb eines Spitals als die kostenintensivste. Der personelle Aufwand ist enorm. Die Therapien sind aufwendig. Das Ziel ist klar: Leben retten. Ein Tag auf einer Intensivstation kostet im Schnitt 4.000 Franken. Bei diesem Patienten muss das Ärzteteam einen neuen Venenkatheter setzen. Es ist ein 88-jähriger Mann, Viktor Lerch. Er war am Geburtstagsfest seines Sohnes, als er einen plötzlichen Herzstillstand erlitt. Er wurde reanimiert. Seit 2 Tagen ist er auf der Intensivstation. Sind Sie sicher, dass es gut kommt in Halle? Nein, überhaupt nicht. Wenn man das Alter nimmt, Herz-Kreislauf-Stillstand, mögliche Hirnschäden, überhaupt nicht. Aber das werden wir jetzt auch müssen abwarten und schauen. Und ich habe schon mehrere Patienten erlebt, wo man auch gedacht hat, das kommt nicht gut, wo schlussendlich dann doch recht gut gekommen sind. Und die Chance muss man diesen Patienten geben. Auch das Ehepaar Laurent ist auf der Intensivstation. Die beiden sind frisch operiert und kämpfen für ein gemeinsames Leben. Sie haben 2 Mädchen, Zwillinge und einen Jungen. Wie alt sind Ihre Kinder? Beide sind 12. Oh, ich schachte. Die 38-jährige Anita Laurent hatte Krebs mit Metastasen und brauchte dringend eine neue Leber. Ihr Mann kam als Spender in Frage und hat ihr darum einen Teil von seiner gespendet. Seine Leber wird sich wieder erholen. Und bei ihr sollte diese eine Teilleber zum Leben reichen. Ja, jetzt kämpfen wir schon seit 2 Jahren. Und das war eine Option. Und für unser Kind haben wir versprochen, dass wir alles machen. Dass alles, was wir machen können. Ja. Jetzt ist es halt gerade schwierig. Aber es kommt schon gut. Wir kämpfen weiter, bis wir machen das Möglichste. Ja. Dann gehen wir jetzt auf die EMC. Ja. Tschüss, Jana. Stopp.
dabei. Da verdienen. Und tschüss. Karma, das Bett nehmen, gehen da vorne raus. Alfred Laurent ist bereits stabil und kann auf eine andere Station verlegt werden. Kannst ziehen, ist da alles gut. Gut. Ciao, Masanga. Anita Laurent hingegen muss nochmals in den Operationssaal. Sie ist von der Transplantation noch sehr geschwächt, muss aber zwingend ein zweites Mal operiert werden. Sie hat ein Leck bei der Galle. Wenn dieses nicht geschlossen werden kann, droht, dass sie die transplantierte Leber verliert. Die behandelnde Ärztin der Intensivstation weiß, die Situation ist kritisch und das Leben der jungen Frau gefährdet. Ich gehe jetzt dort hinein in den Operationssaal. Ich werde das betrachten mit den Chirurgen und ich hoffe, dass wir dann einen Aufschluss bekommen, wie es aussieht. Kommt Ihnen das an, oder? Sehr, ja. Es wäre auch nicht gut, wenn es nicht so wäre, denke ich, ja. Aber man muss die gewisse Distanz haben, weil sonst würde es einen auch kaputt machen. Ich glaube, das wäre auch nicht gut. Sonst kann man das nicht jahrelang machen. Das Operationsteam ist gefordert. Es muss die Öffnung zwischen Galle und Leber schließen und damit verhindern, dass weiterhin Flüssigkeit in den Bauchraum fließt. Das wird nicht einfach sein. Beim 88-jährigen Viktor Lerch wurde der Venenkatheter neu gelegt. Nun sitzt er richtig. Immer noch kämpft er mit der Atmung. Der Aufwand ist groß. Hart gefragt, lohnt sich das? Das kann man so einfach nicht sagen. Das ist extrem schwierig. Das kommt auf den Patienten an. Aber haben wir das Recht, einfach zu sagen, 50'000 Franken sind zu viel, gibt es keine Therapie. Obwohl man die Chance hat, dass der Patient schlussendlich mit guter Qualität kann überleben kann. Ich glaube, das muss man einfach ausdiskutieren mit den Angehörigen, mit dem Patienten. Und wenn die Chance ganz klein ist, ist es dann gerechtfertigt? Das ist eine philosophische Frage. Alte Menschen sollen keine teuren Therapien mehr bekommen, sagt eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung in einer repräsentativen Umfrage im Jahr 2017. Herr Lerch, ich fange mal an, wie zu putzen. Nicht verschrecken, jetzt müssen wir noch das rosa-rote Zeug wegtun. Wenn ein Tag auf der Intensivstation etwa 4'000 Franken kostet, ist Viktor Lerch nun aus Sicht der Gesellschaft ein teurer Fall? Wir sind auf der Akutgeriatrie im Zürcher Weitspital. Eine Abteilung ausschließlich für betagte Menschen. Es ist geplant, dass die externe Ableitung bleibt? Nein, die kommt im Verlauf wieder raus. Also man hat mit der Gastos telefoniert vom USZ, die haben gesagt, wenn sie hier austritt, nachher in Typ B, sollen wir sie bei ihnen im Ambi anmelden. Ja. Schon heute gibt es politische Vorstöße, die fordern, keine Herzschrittmacher mehr für Hochbetagte und auch keine Hüft- und Knieprothesen. Geht es für Hunger mehr? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, sehen Sie, was Alter alles für Überraschungen parat hat? Ja? Die 84-Jährige hatte Gallensteine, musste operiert werden. Seither erholt sie sich nur langsam. Seit 2 Monaten ist sie im Spital. Sie braucht immer noch Infusionen. Ich habe nämlich noch die Drainage drin. Ja, eben, genau, das wollte ich noch schauen. Ja. Ja. Ich kann nicht mit dem Sack da leben, weil das ist zu viel zum Überleben, aber zu wenig zum Sterben. Oder? Und was wollen Sie lieber, sterben oder leben? Bitte? Was wollen Sie lieber, sterben oder leben? Ja, denke ich, wollte schon leben. Oder? Wenn ich jetzt das alles durchgemacht habe, also sicher nicht. Vorher, ja, wenn ich das vorher weiß, hätte ich die Patientenverfügung gemacht. Oder? Aber jetzt, also. Jetzt habe ich das alles durch, oder? Das Gröbste ist durch.
Wieso kommt man denn überhaupt auf die Idee, zu sagen, die alten Menschen sollen nicht mehr so viel bekommen? Das Grundproblem ist, dass wir jedes Jahr höhere Gesundheitskosten haben. Und alle rufen aus, jedes Mal, wenn die Prämie wieder raufgehen. Und alle probieren irgendwo einen Weg zu finden, da anzusetzen. Bundesrat Berse hat es jetzt gemacht, dass man bei den ambulanten Tarif einen Eingriff gemacht hat. Aber man hat halt dann immer so den Fokus auf einen Teil davon und die Schattenseite, die dann so eine Kürzung mit sich bringt, die nimmt man nicht so ins Kalkül rein. Und von dort her ist es eigentlich unbefriedigend, alles, was man bis heute gemacht hat. Und darum kommt sicher immer wieder das Gespenst oder die Idee von der Rationierung auf den Tisch. Was würde denn das heissen? Also Rationierung heisst letztlich, ich darf gewisse, aus meiner Sicht, noch medizinisch sinnvolle Leistungen einem Patienten nicht mehr anbieten, nur weil er einen bestimmten Jahrgang hat. Die Rationierung ist hierzulande noch kein Thema. In anderen Ländern, in England beispielsweise, ist sie bereits Realität. Unser Problem sei ein anderes, sagt der Onkologe Thomas Czerny. Zu viele wollen heute mit kranken Menschen Geld verdienen. Wir sind in einer total sich immer wie mehr merkantilisierenden, also immer wie mehr ist die Ökonomie und Produkt und Gewinn ist auch in der Medizin offenbar ein Erfolgsmodell, wo viel gewonnen werden kann. Und überall, wo etwas gewonnen werden kann auf dieser Welt, wird das auch ausgereizt. Wer krank ist, rechnet anders. Das Überleben zählt, nicht wie viel es kostet. Wir sind mit dem 5-jährigen Alex auf dem Weg ins Kinderspital Zürich. Seit 2 Jahren fährt seine Mutter mit ihm regelmäßig diese Strecke. Alex hat Leukämie. Sie gilt bei ihm als nicht heilbar. Es wird Schritt für Schritt jetzt geschaut. Es ist halt wie immer, wir können das nicht entscheiden. Der Alex und sein Körper dort entscheiden, wie immer weitergehen und was wir machen. Aber aufgeben tun wir nicht. Wir probieren, was wir können. Wieder steht eine Untersuchung im Kinderspital an. Bei Alex wurde bereits alles medizinisch Mögliche versucht. Er hat mehrere Chemotherapien hinter sich plus 2 Knochenmarktransplantationen. Willst du dir nachlegen? Die Krebszellen sind bei ihm immer wieder zurückgekehrt. Momentan geht es ihm gut. Er hat eine Antikörpertherapie, die ihn stabil hält. Bei Alex wird dieses Mal eine Knochenmarkpunktion gemacht. Sie soll zeigen, wie hoch der Anteil an Leukämiezellen ist und ob allenfalls eine neue Therapie in Frage kommt. Etwas könnte ihn vielleicht noch heilen. Eine sogenannte CAR-T-Cell-Therapie. Ein ganz neues Verfahren, das jedoch 500.000 Franken kostet und von Novartis erst in den USA angeboten wird. Die Therapie, die ist jetzt in Amerika zugelassen, oder? Und wenn du jetzt die 500.000 könntest aufbringen, hättest du sicher schon mal dort einen Platz, wo du das machen könntest, oder? Aber 500.000, es ist ja nicht, das sind ja nur Kosten von dieser ganzen Therapie, oder? Dann kommen ja die Spitalkosten dazu. Ich meine, dann musst du dort überfliegen, du brauchst Unterkunft, du brauchst Versicherung, du musst auch leben, oder? Also ich meine, 500.000 ist dann nicht, es langt noch nicht, oder? Eine schwierige Situation, auch für den behandelnden Arzt. Hoi, Alex. Hier der kleine Alex, dem man unbedingt helfen möchte. Dort die teuren Medikamente. Hat es ganz viele Leute gehabt? Gut. Also wenn man es einfach so von den Zahlen her anschaut, muss man sagen, nein, das kann es nicht sein. So viel kann man nicht ausgeben. Aber wenn man dann plötzlich Eltern ist von so einem Kind,
dann geht es allenfalls halt doch darum, alles Mögliche zu unternehmen, um so eine Heilung vielleicht doch noch herbeizuführen. So ein Medikament schafft natürlich immer sofort ein bisschen Hoffnung. Und überall, wo ein Fädel Hoffnung ist, wollen das die Eltern dann wahrnehmen. Nachvollziehbar, ja. Die CAR-T-Cell-Therapie steht für eine ganz neue Ära in der Medizin. Es ist ein biochemisches Verfahren. Dem Körper werden Zellen entnommen, im Labor manipuliert und danach als Antikörper wieder dem Blutkreislauf zugeführt. Dort sollen sie die Krebszellen direkt zerstören. Für die Pharmabranche ein neues, lukratives Feld, ein Millionengeschäft. Das war mir völlig überrascht und auch viele von meinen Kollegen waren völlig überrascht, dass da plötzlich zelluläre Therapien von den Pharmafirmen gemacht werden, weil entwickelt worden sind sie dort nicht. Aber man hat auch dort offenbar Sachen patentieren können, damit Monopol bekommen und hofft jetzt, dass man damit grosse Gewinne machen kann. Und das darf nicht sein. Der Basler Pharmakonzern Novartis hat erst für die USA eine Zulassung. Doch die CAR-T-Cell-Therapie soll bald auch in der Schweiz erhältlich sein. Ob sie hier auch eine halbe Million kosten wird? Novartis wollte vor der Kamera keine Stellung nehmen und ließ uns per E-Mail wissen, man setze sich für eine innovative Preisbildung ein. Wenn das die Ärzte selber machen, die Spitäler selber, ja, wäre es dann günstiger? Klar, das können wir selber machen. Da muss man natürlich dann schlussendlich für solche Behandlungen hat dann nicht die Therapie selber den Preis, sondern das Ganze. Es ist auch nicht so, dass jetzt die 450'000 sozusagen Behandlung zahlen. Das ist nur die Manipulation drin. Die Behandlung kostet nachher nochmal 100'000 oder sogar mehrere 100'000, die dazukommen. Und bei uns gibt es nachher Pauschalen für das Ganze. Und dann ist der Teil automatisch drin. Und natürlich hat es dort auch einen Aufwand, der abgeholt werden muss. Aber da reden wir nicht von so 450'000. Das ist dann vielleicht ein Aufwand, der in ein paar 10'000 Franken wird liegen. Wenn die CAR-T-Cell-Therapie in der Schweiz zugelassen wird, heißt das für Betroffene, die Kosten werden dann von der Grundversicherung der Krankenkasse übernommen. Aber Alex bleibt nicht die Zeit, darauf zu warten. Es ist sehr schwierig. Also, ja, du bist so machtlos, oder? Du kannst schon, du machst den jensten Gedanken für Spendenaufrufe oder schaust, wo du sonst noch vielleicht könntest, oder? Aber du weißt nie, lange es nicht, oder? Es ist so ein bisschen, ja. Das macht einem natürlich psychisch kaputt. Alles miteinander, oder? Das Wissen, dass etwas da ist und du kannst es. Es ist für dich nicht erreichbar, oder? Du weißt auch, dass sie für ein Kind. Ich denke mir, für ein Kind tut man nicht alles über den Haufen rühren, oder? Nur zum ein Kind die Möglichkeit geben, oder? Und dann ist es vielleicht alles kaputt, oder? Okay. Aber sie würden alles über den Haufen werfen. Natürlich. Es dreht sich alles nur noch um ihn, um die Krankheit und die Hoffnung, dass es gut kommt, ja. Die Operation bei Anita Laurent hat knapp 3 Stunden gedauert. Sie hat sie gut überstanden. Es ist gut gegangen. Doch, ich bin zufrieden. Okay. Ja. Ich bin erleichtert über den Befund, den wir jetzt haben. Das ist für diesen Moment jetzt mal gut für mich so. Die Ärztin kann nun auch den Ehemann informieren. Also, so. Gute Neuigkeit. Ja. Er, der seiner Frau eine halbe Leber gespendet hat, wusste, dass sie bei der Operation auch sterben könnte. Wir sind noch nicht ganz über den Berg, aber so, wenn das so weitergeht, dann bin ich zufrieden. Auf einen guten Weg. Gell? Ich denke, jetzt können wir wieder Hoffnung haben. Ja. Sie kämpft schon. Sehr, ja. Sie beide. Hm?
In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob Anita Laurents Körper die Leber ihres Mannes akzeptieren wird. Dieses eine Leben zu retten, kostet viel Geld. Solche Leistungen übernimmt die Grundversicherung der Krankenkasse. Wenn man die Transplantation nicht hätte machen können, wäre die Patientin nach einer Zeit gestorben. Ja. Ja. Das ist ihre Chance gewesen, die sie gepackt hat. Der 88-jährige Viktor Lerch ist bereits 4 Tage auf der Intensivstation. Er hat immer noch Atemprobleme, ist aber ansprechbar. Wir treffen seinen Sohn bei ihm. Er war es, der sagte, bei seinem Vater müsse alles medizinisch Mögliche gemacht werden. Auch die Massnahmen, die hier ergriffen worden sind, sind meiner Ansicht nach, von dem her, wo ich jetzt weiss, notwendig war, um ihn am Leben zu erhalten. Er hat Freude am Leben, will auch noch weiter das Leben geniessen. Das haben wir eben schon vorher miteinander abgesprochen. Haben Sie eine Ahnung, wie viel das da kostet, wenn Ihrem Vater jetzt so behandelt wird? Ich gehe davon aus, dass es relativ teuer ist. Ich weiss es nicht genau. Das wird wahrscheinlich zwei Dutzend Franken kosten. In der Intensivstation ist es vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht genau. Andererseits hat mein Vater sein Leben lang Krankenkasse eingezahlt. Und von dort her, denke ich, sind die Kosten einfach in einem Land wie der Schweiz, wo man human und zivilisiert denkt und handelt, einfach angemessen. Wenige Menschen überleben eine Reanimation nach einem Herzstillstand. Nur gerade einer von 10. Sie wollen einfach leben, hat Ihren Sohn gesagt. Ja, aber das reicht noch ein bisschen. Wissen Sie, von außen gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, mit 88 könnte man ja sagen, jetzt reicht es. Das gibt schon nicht. Es gibt schon so nicht, die das sagen. Ja, ja. Aber das ist noch lange kein Beweis, dass auch in dieser Phase das Leben noch gewisse Qualitäten bietet. Viktor Lerch wird wohl schon bald auf eine andere Station verlegt werden können. Der Spitalaufenthalt wird mutmaßlich etwa 40.000 bis 50.000 Franken kosten. Auch diese Leistung wird von der Grundversicherung der Krankenkasse übernommen. Einen Betrag festzusetzen, wie viel dass man jetzt investieren in einen Patienten, das ist etwas wahnsinnig Schwieriges. Wir müssen das primär medizinisch entscheiden. Aber man hat nicht einen Zähler, der jetzt sagt, du jetzt darfst maximal so und so viel investieren und, dann, und nicht mehr und dann stirbt der Patient. So weit sind wir zum Glück noch nicht. Aber es muss eine sinnvolle Therapie sein. Es muss dem Patienten etwas bringen. Kann man das immer garantieren? Nein, das kann man nicht immer garantieren. Medizin ist ein Fach, das keine Garantie gibt. Es kann immer etwas passieren, dass das Outcome schlechter ist, als man schlussendlich gedacht hat. Es gibt aber auch andere, dass der Patient besser rauskommt, als man am Anfang gedacht hat. Und von dem her sollen wir Patienten die Chance geben. Unser Gesundheitssystem baut auf dem Prinzip der Solidarität. Die Bedürftigen werden von denen getragen, die gesund sind. Im Wissen darum, dass es jeden treffen könnte. Zurück ins Weitspital zu den Betagten. Noch bekommen alle alles. Doch die zunehmende Überalterung führt sie nicht unweigerlich dazu, dass wir rationieren müssen? Also ich glaube, wir müssen das als Gesellschaft entscheiden. Oder? Also primär glaube ich, muss man Politik darüber diskutieren und dann muss die Gesamtbevölkerung darüber diskutieren. Also die Frage, was gewichten wir höher,
das, was wir ausgeben für Gesundheitsleistungen, sprich die Krankenkassenprämie und Steuergelder, oder finden wir Sparen wichtiger und nehmen aber dafür in Kauf, Schattenseite, dass gewissen Leuten dann Leistungen vorenthalten werden. Und dann muss ich jeder überlegen, und wenn es meine Großmutter ist, wo ich so an ihr hänge, gilt denn das Gleiche oder gilt das eigentlich nur für die anonyme Alte? Und die Diskussion, das läuft natürlich meistens über die anonyme Alte. Wir müssen mit den Leuten reden, wenn sie das bei ihrer Mutter, wenn sie das bei ihrer Großmutter Leistungen beschränkt werden. Und dann sieht es schon ganz anders aus. Dann kippt es. Ja. Schon heute sind die Krankenkassenprämien für viele nicht mehr bezahlbar. Jeder Fünfte in der Schweiz ist auf die Prämienverbilligung durch den Staat angewiesen. Das enorme medizinische Angebot ist schon heute eine finanzielle Belastung für unser Gesundheitssystem, wissen die Fachleute. Und es kommen immer noch teurere Errungenschaften dazu. Ja, ich denke, wir schieben diese heikle Diskussion ein bisschen vor uns her. Das System ist finanziert. Es steigen einfach Prämien. Aber grundsätzlich ist das System finanziert und führt nicht einfach zu einer Rationierung, weil irgendwo kein Geld mehr wäre. Also wir haben keinen Deckel in diesem System, der würde sagen, stopp, jetzt können wir es nicht mehr finanzieren. Letztlich zahlen das einfach die Prämienzahler jedes Jahr mit höheren Prämien. Guido Klaus zeigt uns diese neue Entwicklung an konkreten Zahlen. Die Ausgaben für Medikamente sind in den letzten 4 Jahren um 1 Milliarde gestiegen. Das sei erst der Anfang, prophezeit Thomas Czerny. Die Ära der teuren Therapien habe erst begonnen. Die Dynamik der Medikamentenpreise ist gigantisch. Und jetzt redet man von Krebs und ein paar seltenen Erkrankungen. Aber mittlerweile zeigt sich, dass solche Antikörper und neue Entwicklungen, die werden bei der Herzinsuffizienz eingesetzt, die werden auch beim Diabetes kommen, bei der Rheumatologie zum Teil. Sie sind schon dort und werden eine ganz andere Breite haben. Und so gesehen wird dann der Hochpreis eben dann sehr häufig müssen gezahlt werden. Und das ist nicht gerechtfertigt. Und da müssen wir jetzt politisch vorgehen, dass das unser Gesundheitssystem nicht letztlich killt. Dass etwas getan werden muss, wissen auch die in Bern. Seit Jahren suchen sie nach Lösungen. Ideen sind viele da, aber durchsetzen lässt sich nur wenig. Hier ist das Problem, dass wir so viele Interessengruppen haben, die an diesen Gesetzgebungen und an diesem Rahmen angehängt sind. Die Leistungserbringer, die Versicherer, die Patienten, die Industrie. Dass sich Interessen und Allianzen permanent verschieben zum Negativen. Weg von der Lösung und hin zu einer Partikularinteressenlösung, die wir versuchen, natürlich auszugleichen und zu bekämpfen und eine Linie dahin zu kriegen. Ihr findet einfach keine Lösung. Warum findet ihr keine Lösung? Weil die Interessen so disparat sind und weil überall Interessenvertreter sind, die schauen, dass ihre Klientel gewinnen. Ob es ist von der Ärzteseite, von der Pharmaseite, von der Versicherungsseite vor allem. Das ist wirklich ganz schwierig. Ja, wir haben verschiedene Fragestellungen, die jahrelang nicht zum Ziel geführt haben. Also bei der Mutterschaftsversicherung hat man etwa 40 Jahre gewartet, bis man dann eigentlich etwas geht. Nein, ich denke, es ist schwierig. Es wird schwierig sein. Unsere Politiker und Politikerinnen vertreten hier drinnen nicht nur ihre Partei. Es hat wahre Spitzenreiter unter ihnen, was die Anzahl Mandate in der Gesundheitsbranche betrifft. Ruth Humbel beispielsweise hat 12. Verwaltungsrätin einer Krankenkasse, einer Reha-Klinik, sitzt in einer pharmanahen Interessengruppe und der IG Seltene Krankheiten. Bea Heim ist bei der Prosenektute, Spitex, Patientenstelle, dem Spitalclub und einer Hornhautbank. Und Thomas de Kurten bei Intergenerika, Swiss Reha und einer pharmanahen Interessengruppe. Die Illusion, dass Politik all die Herausforderungen lösen kann, wo Gesellschaft keine Antworten darauf findet, die können sie vergessen. Oder? Also, das Parlament und die Politik ist Spiegelbild von der Gesellschaft. Also, wir haben die gleichen Fragen, wir haben auch die gleichen
Antworten oder keine Antworten auf die drängenden Probleme. Oder? Auch Joachim Eder vertritt Interessen, die einer Krankenkasse, von Ärzten, einer Reha und so weiter. Es kann also dauern, bis sie hier eine Lösung finden. Derweil steigen die Krankenkassenprämien und damit der Druck. Du warst noch im Kindergarten, ihr zwei? Ja. Was habt ihr denn heute gemacht? Weiß ich nicht. Ach komm jetzt. Weiß nicht. Was habt ihr gespielt? Der 5-jährige Alex lebt ein fast normales Leben. Aber die Antikörpertherapie, die er bekommt, wirkt nicht mehr lange. Mutter, kannst du nachher nicht rein? Ist gut. Mit ihr abmachen. Ja. Mhm. Also, komm, bitte abziehen. Alex, Brüder Benjamin und Daniel. Der Kleine ist 2,5 Jahre alt. Genauso lange ist Alex krank. Nun gibt es wieder Hoffnung für Alex. Er kann womöglich bei einer klinischen Studie für eine CAR-T-Cell-Therapie mitmachen. Ja, wenn wir das Geld nicht haben für das Seattle, oder für Amerika. Und jetzt hätten wir die Chance, in eine Studie hineinzukommen, hier in Europa. Also die erste Studie wäre in Rom. Und dort sind wir jetzt dran, dass wir dort rein können für die KT-Zelle. Das soll rein. Nein, schau, das kommt da oben rein. Alex braucht zwar Unterstützung und Hilfe im Alltag und er ist oft müde. Aber dass er so schwer krank ist, sieht man ihm nicht an. Aber da etwas brauchen wir. Wir haben einfach jetzt noch ein mehr Chancen, die wir nutzen können, dass es vielleicht doch noch etwas gibt. Oder? Also mit dieser KT-Zelle oder, haben wir sicher Chance, dass es vielleicht auch eine jahrelange Remission gibt. Oder? Es ist, ja, man weiss es nicht. Oder? Und wenn er jetzt die Therapie nicht machen kann? Wenn er die Therapie nicht machen kann, dann ist es fertig. Ein Studienplatz ist kostenlos, weil er der Forschung dient. Aber wenn die Therapie dann einmal eine 500.000 oder noch mehr kostet, lässt sich das rechtfertigen, um ein Leben zu retten? Wenn das theoretisch zur Verfügung steht und wir wissen, das kann in so und so vielen Fällen etwas Zusätzliches bringen, dann sind wir fast verpflichtet, irgendwie das zu ermöglichen. Pflicht? Ja, ich denke, der Druck wird auch so gross von den Eltern oder Patienten, dass wir so ein Medikament anwenden. Die Schwierigkeit ist, wenn die Krankenkasse nicht zahlt. Wer zahlt es dann? Wenn alles klappt, wird Alex bald nach Rom fahren und dort behandelt werden. Sein Vater wird ihn begleiten. Mehmet Gündoğdu arbeitet in einem Schlachtbetrieb. Er kann unbezahlten Urlaub nehmen. Die ganze Familie kann nicht mit. Das können sie sich nicht leisten. Denkst du immer wegen Alex, oder? Papa. Schafft er das, oder? Papa, bitte. Nein. Du, zu groß. Große Belastung. Ja, sehr schön. Aber wir müssen kämpfen, oder? Gleich nicht aufgeben. Viel Zeit bleibt nicht. Alex muss bald nach Rom können. Es ist dieses Quäntchen Hoffnung, für das wohl die meisten von uns bereit sind, alles zu geben. Wenn ich weiss, dass ich eine Chance habe und ich habe keine Alternative dazu, dann werde ich mindestens den Versuch mal starten. Egal was kostet. Egal was kostet, wenn es eine zugelassene Therapie ist oder eine Therapie, die im Off-Label gute Daten hat, dass es sinnvoll ist und dann auch bewilligt wird, dann
ist das ganz klar. Das möchte ich machen. Das möchte ich aber auch selber als Patient, dass man mir das auch würde antun würde. Und ich würde das jedem von meiner Familie genau gleich machen. Und ich werde meine Patienten nicht anders behandeln. Anita Laurent geht es ein bisschen besser. Aber immer noch fließt Gallenflüssigkeit in den Bauchraum. Du wahnsinnig Geduld. Ja. Aber ich bin froh drum. Vermutlich muss sie noch einmal operiert werden. Ich weiß nicht, wie weit es sich geht, aber. Ja. Aber obwohl sie jetzt schon so eine Tortur, sage ich jetzt, und so viele Strapazen haben müssen auf sich nehmen, sagen sie, das ist okay, ist wirklich. Okay. Das ist mein Leben. Wenn ich auch weiterlebe, dann mache ich das. Ja. Anita Laurent wird noch einige Zeit auf der Intensivstation bleiben müssen. Die Prognose aber für den weiteren Verlauf ist nicht schlecht. Jetzt sind wir alle dran, das so zu machen, dass das hoffentlich gut endet. Und wenn es jetzt gut endet, heisst das, sie hat noch ein langes Leben vor sich? Also Leute mit einer Lebertransplantation haben eigentlich eine gute Prognose. Die Organe werden sehr gut akzeptiert, brauchen nicht so eine scharfe Immunsuppression, dass man auch die ganzen Komplikationen, die sie nachher machen, nicht so gross sind. Also die meisten Leute haben eine gute Lebensqualität. Es gibt Leute, die Marathon rennen mit dem. Es gibt sogar jemanden, der auf dem Everest oben war. Ein Stockwerk weiter unten liegt ihr Ehemann. Er kann bald nach Hause. Er war insgesamt 13 Tage hier. Und wie viel das da kostet, haben Sie eine Ahnung? Keine Ahnung. Aber wenn die Frau gesund ist, dann werde ich mich mal bei der Krankenkasse melden und mal nachfragen, was das alles. Das gibt mir mal Wunder. Und auch mal zum Bedanken für alles, was sie gemacht hat. Wenn man den 1'000 Franken oder mehr als 1'000 Franken im Monat muss für die Krankenkasse zahlen muss, ist das ein rechter Post, aber es stört mich nicht mehr. Überhaupt nicht. Und eben, das Größte ist, wenn man die Krankenkasse zahlen und nie braucht, dann muss man froh sein. Der 88-jährige Viktor Lerch ist seit 3 Wochen in einer Reha-Klinik. Haben Sie den Eindruck, Sie haben sich komplett wieder erholt von dem Herzstillstand? Ja, auf die Stufe, die ich hatte, bevor die ganze Geschichte passiert ist. Eher ein bisschen besser sogar noch. Also noch besser trainiert? Ja, ja. Und die Aufgabe ist dann, das daheim fortzusetzen. Studien belegen, jeder Franken, der in den Aufbau und die Reha investiert wird, zahlt sich 5-fach aus. Das heißt, je mehr am Anfang investiert wird, desto günstiger kommt es langfristig. Auf die Intensivstation sind inner 2 Stunden 5 neue Patienten gebracht worden. Ist dann von der Sanitäter bewusstlos gefunden worden. Es ist eine enorme Dichte an menschlichen Schicksalen, die wir hier antreffen. Und bei den meisten geht es um Leben und Tod. Kann man denn eine Intensivstation überhaupt nach wirtschaftlichen Aspekt beurteilen? Ich finde das schwierig, weil wenn man jetzt im Oktober sagt, ihr müsst noch so und so viel sparen auf eurer Intensivstation, oder, dann muss man sagen, ja gut, dann bringen uns keine Patienten, die aufwendig sind. Dann können wir sparen. Aber das kann man ja nicht, weil die Patienten die kommen, wenn sie kommen. Und wenn sie da sind, dann kommen sie richtige und volle Therapie über. Also von dem her ist Steuerbarkeit relativ schwierig. Fast täglich werden auf der Intensivstation Therapien eingestellt. Therapie einstellen bedeutet hier, den Patienten sterben lassen. Haben Sie die Maschinen aktiv abgestellt?
mit unserem ärztlichen Team zusammen, oder? Ja, da arbeiten wir eng zusammen. Ja, wir besprechen uns im Vorfeld, wie wir vorgehen und dann, ja. Und dass Sie, wenn Sie so denn, wenn so jemand stirbt, dass Sie dann so den Eindruck haben, ah, vielleicht hätten wir noch mehr müssen machen oder noch mehr und noch mehr? Ich glaube, das ist auch, dass man das über die Jahre einschätzen kann. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt hier über viele Tage nahezu alles versucht, was irgendwie möglich war. Wir haben alle Register gezogen, die man irgendwie ziehen konnte und sind irgendwo an eine Grenze gestoßen, wo einfach nichts mehr gegriffen hat, wo wir mit unseren Sachen, unseren Möglichkeiten am Ende waren. Und ich glaube, dann ist es auch für uns etwas leichter loszulassen, weil man dann sagen kann, ist es für den Patienten vielleicht doch auch eine Erlösung und dann besser. Ja? So schwer, wie sich das denn anhört, aber ich glaube, es ist einfach manchmal eine Erlösung. Genau. Der Tod kommt heute meist nicht mehr einfach so, sondern erst, wenn er medizinisch zugelassen wird. Das ist unser grosses Problem unterdessen auf der Intensivstation. Es ist nicht mehr die grosse Frage, können wir, sondern die grosse Frage ist, macht es Sinn? Und die meisten Patienten, die bei uns versterben, sind nicht solche, die akut unter voller Therapie versterben, das gibt es auch. Aber die meisten Patienten können eine Therapieeinstellung üben, wenn man einfach so und so lange therapiert hat, wenn wir unsere Untersuchungsresultate haben, mit Angehörigen geredet haben und schlussendlich findet, es macht keinen Sinn mehr. Oder das Beste von Outcome ist etwas, was sich der Patient jetzt einfach auf keinen Fall hätte vorstellen können. Je mehr die Medizin anbietet, desto mehr ist wohl jeder Einzelne in der Pflicht, sich zu fragen, wie weit möchte ich gehen? Wie viel ist mir mein Leben wert? Ist das Quäntchen Hoffnung nicht auch eine Illusion? Weil die Medizin kann ja nicht wirklich alles retten und heilen. Irgendwann sterben wir ja. Ja, ich gehöre nicht zu den Medizinern, die gibt es auch, die die Sterblichkeit anzweifeln. Ich denke, das gehört schlussendlich zum elementaren Grundmuster der Evolution, die Sterblichkeit. Die Evolution will die Entwicklung und damit nicht Permanenz, sondern eben wirklich die Änderung. Die Medizin, wo sie dann wirklich ihre Grenzen hat, wäre vermessen, wenn ich da etwas vermuten würde. Es gibt einfach ein paar grundlegende Sachen, die sich nicht ändern können. Es sei denn, wir hätten nur noch klonierte Menschen. Und das werden wir auch nicht wollen. Das ist zum Beispiel das, der Krebs kann nicht verschwinden. Und insofern gibt es sicher dort nicht einfach die magische Pille, die das Problem löst. Aber wir können immer wie mehr die Krankheiten zu erträglichen Krankheiten machen. Wir können immer wie mehr Krankheiten auch wirklich heilen. Das wird in der nächsten Zeit sich so fortsetzen. Noch einmal zurück ins Weidspital und zur Frage, machen wir heute so viel, weil wir uns so schwer tun mit dem Loslassen, mit dem Sterben? Also man redet nur immer über das, was uns helfen soll, die Grenzen zu überschreiten. Also so fast die Erwartung erweckt, sie werden irgendwann, wenn wir alles richtig machen, werden wir unsterblich. Und das hilft nicht, um sich mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es braucht prinzipiell mal eine Veränderung in unserer Gesellschaft. Die Hoffnung, dass Alex nach Rom kann und dort die CAR-T-Cell-Therapie bekommt, hat sich zerschlagen. Seine Leukämie hat sich so verändert, dass die Therapie nichts mehr nützen würde. Die ursprüngliche Therapie, die man wollte machen, kann man jetzt nicht machen, weil sich seine Leukämiezellen so verändert hat, dass sie nicht auf das Medikament ansprechen werden, das man vorgesehen hat. Jetzt ist man relativ am Anschlag. Man hat nicht mehr viele Möglichkeiten. Es gibt immer noch neue Medikamente, die allenfalls könnten wirksam sein bei dieser Form von Leukämie. Es ist wieder eine Hoffnung weg, oder? Eine sehr wichtige Hoffnung, ja. Die Chancen sind alle schlechter natürlich durch das, oder? Meine, mit dem Rom hätte man eine gute Chance gehabt, oder? Es ist, ja. Ich sage es, momentan komme ich mir vor wie in einem schlechten Fußballspiel. Der Böller ist immer vor dem Tor, aber man bringt einfach den Böller nicht rein.
ein blöder Vergleich, aber so fühle ich mich momentan wirklich. Wir haben schon so viele Chancen gehabt und irgendwie haben wir sie einfach nicht können nutzen. Also wir haben sie genutzt, aber wir haben das Ziel nicht können erreichen, das wir wollen. Ja. Noch einmal soll ein neues Medikament ausprobiert werden. Ist gut, Alex? Alles gut bei dir? Super. Die Chance, dass es wirken wird, ist jedoch sehr klein. Gibt es denn auch den Zeitpunkt, wo Sie würden sagen, jetzt müssen wir aufhören? Ja, wenn das dann nichts mehr nützt, dann müssen wir aufhören, dann haben wir nichts mehr. Und dann geht es nur noch um Begleitung, schauen, dass er möglichst keine Schmerzen muss erleiden muss. Ja, dass er möglichst häufig daheim sein kann. Was wäre gewesen, wenn Alex die CAR-T-Cell-Therapie früher bekommen hätte? Solche Gedanken belasten nur noch mehr, sagt seine Mutter. Vorwärts schauen und weiter hoffen. Das bringe mehr. Das Problem ist halt einfach, du bist total am Boden zerstört. Du hast immer Angst, man kann nichts mehr machen. Ich denke, das ist das, was mich mehr zerstört. Immer die Angst, oder? Wenn das ist jetzt wieder zerplatzt, das geht nicht, oder? Kann man, gibt es noch etwas, was man machen kann, oder? Das ist mehr die Angst, die man hat. Oder die ich kann. Ja. Das Ehepaar Laurent. Wir treffen die beiden wieder im Universitätsspital in Zürich. Ihre Galle ist immer noch nicht dicht. Darum ist Anita Laurent ganz gelb im Gesicht. Ihr Bauch ist entzündet und stößt die gespendete Leber ihres Mannes langsam ab. Nun wartet sie auf eine neue Leber. Ja, jetzt bin ich auf der Warteliste für die Transplantation, weil es halt mit der nicht funktioniert hat. Und ich warte. Ja, weil es ist einfach so kann ich nicht leben. Es ist schade, dass es die Komplikationen gegeben hat. Aber es ermöglicht jetzt, es tut eine Tür zu und öffnet wieder eine andere. Jetzt hat sie die Möglichkeit, eine neue Leber zu kriegen. Zwar das mal von einem Totspender, aber dafür eine ganze Leber. Und ich bin froh, dass sie die Chance kriegt. Es ist nicht selbstverständlich. Von dem her ist es trotz der schweren Situation eine positive Sache. Und eben wegen der Schmerzen und sie ist immer noch da und ist immer noch meine Frau. Wenn man jetzt mal in die Situation ist, wo man so viel braucht, das kostet ja, ich weiß nicht, wie viel das da kostet. Das kostet 300, 500.000 ja. Franken. Ist denn da etwas, wo man gut kann annehmen, oder wo man manchmal auch ein schlechtes Gewissen hat? Hat man manchmal schon. Aber mein Leben ist mir wichtig. Und ich meine, es würde niemand sagen, nein, lass die Transplantation, ich sterbe. Das ist schade für das Geld, das alle eingezahlt haben. Das macht niemand. Wenn du in dieser Situation bist, dann willst du doch gesund werden. Die Medizin wird weiterhin forschen, Leben retten und Leiden lindern. Und sie wird auch weiterhin viel kosten. Und klar, wir müssen sparen. Und das wäre eigentlich ganz einfach. Wir müssen dort irgendwo eine Symmetrie finden, dass jeder in seinem Bereich seinen Teil leistet und ein bisschen zurückschraubt und sich auf das konzentriert, was notwendig und sinnvoll ist. Das kommt nie, Herr Czerny. Das kommt. Es ist nur immer die Frage, ob das System zuerst an die Wand gefahren werden muss und man dann sozusagen aus den Scherben raus die Sachen wieder neu entwickeln muss.
Danke. Die Medizin lebt von der Hoffnung der Menschen, dass sie ein längeres Leben und Lebensqualität schenkt. Auch bei Alex haben alle gehofft. Und wohl alle von uns hätten ihm ein langes Leben gewünscht. Alex ist kurz vor seinem 6. Geburtstag gestorben.